Moin, moin, heute seht ihr mich mal aus einer anderen Perspektive, denn ich sitze heute auf dem Boden vor meinem Bücherregal. Ja, ist ja auch mal interessant, dann seht ihr mal einen anderen Teil von meinem Regal, andere Bücher im Hintergrund. Ja, es liegt daran, dass ich einfach so viele Bücher um mich herum liegen habe, so viele Stapel, dass ich keine Lust hatte, das irgendwie auf Hocker und auf Stühlen und auf kleine Tischchen zu verteilen. Dann dachte ich, ach komm, dann setze ich mich einfach zu den Büchern nach unten, dann ist es viel einfacher, dann habe ich hier überall Ablagefläche. Allerdings merke ich jetzt schon meinen Rücken. Also so richtig schön ist das nicht, hier unten zu drehen. Aber ich halte das jetzt durch. Ja, warum habe ich denn so viele Bücher um mich herum liegen? Ihr habt es im Titel schon gesehen, ich habe mal wieder Bücher aussortiert. Nicht nur Bücher, sondern auch andere Sachen. Ich bin auch gerade dabei, Klamotten auszusortieren und so elektrische Geräte, alte Handys, Ladekabel und so weiter. Das ist ja immer nicht ganz so einfach, die artgerecht auszusortieren. Und ja, aber jetzt bin ich so ein bisschen im Aussortierfieber und es tut ja auch echt gut. Bei Büchern ist es natürlich aber nochmal eine besondere Geschichte. Ich bin schon ganz stolz, dass ich so langsam in diesen Rhythmus reinkomme, regelmäßig auszusortieren und dass es mir gar nicht mehr so schwer fällt. Zu Anfang war es wirklich, ja, sehr, sehr schwer, weil ich eigentlich den Gedanken toll fand, alle Bücher, die ich jemals gelesen habe, hier bei mir stehen zu haben, sozusagen eine Bibliothek all meiner gelesenen Bücher. Und ich finde den Gedanken immer noch schön, aber das ist einfach vom Platz her nicht machbar, wenn man so viel liest und wenn man jetzt hier keine große Bibliothek hat oder so. Und ja, mittlerweile fällt mir es relativ schwer, relativ leicht, Bücher auszusortieren, die mir nicht gefallen haben. Und es fällt mir auch immer leichter, Bücher auszusortieren, die ich nur mittelmäßig fand. Schwerer wird es jetzt bei Büchern, die ich toll fand, aber die ich vielleicht nie nochmal lesen werde. Und ja, da versuche ich mich jetzt hier ranzutasten und das werdet ihr jetzt an den Büchern auch sehen. Da fällt mir das echt schwer, blutet mir ein bisschen das Herz. Ich zeige euch ja nicht immer, wenn ich Bücher aussortiere, weil ich das jetzt ja relativ regelmäßig mache. Aber jetzt sind doch wieder so viele zusammengekommen. Es sind, glaube ich, jetzt über 30 und eben auch noch ein paar andere Sachen, die ich auch aussortiert habe. Da dachte ich, lohnt es sich mal wieder, einen Anhaul zu drehen. Und ich finde, da kann man unter dem Video auch immer noch mal gut in Kontakt treten, einfach ja diese Diskussion noch mal anzustoßen. Wie schafft ihr das mit den Aussortieren? Macht ihr das überhaupt oder wollt ihr das gar nicht? Und ja, finde ich immer sehr, sehr spannend, wie jeder das irgendwie handhabt. Und vielleicht ist es für euch ja auch noch mal eine kleine Motivation, mal wieder ein bisschen auszusortieren. Ja, ich fange jetzt einfach irgendwo an. Einige Bücher sind tatsächlich schon versprochen für andere Leseliebhaber. Da freue ich mich natürlich, weil dann fällt es mir auch ein bisschen leichter, die Bücher wegzugeben, wenn ich weiß, die kommen in gute Hände, ja, als wenn ich sie einfach irgendwo verscherbel oder noch nicht mal irgendwie verkaufen kann. Ich verkaufe ja gerne bei Rebuy oder Momox auch und es ist natürlich immer ganz nett, wenn man noch so ein paar ja, Euronen verdienen kann und dann das vielleicht irgendwo nochmal in neue Bücher oder einfach als kleines Taschengeld dazu verdienen kann. Aber es ist meistens immer so wenig, dass mir das immer wehtut. Also wenn Bücher nur 5 Cent, ja, einfach nur 5 Cent bringen, dann habe ich immer das Gefühl, das ist so, als ob ich sie irgendwie wegschmeißen würde. Und diese Bücher sind halt wirklich meistens im Zustand wie neu und ja, noch relativ modern, also gar keine uralten Schinken oder so. Aber gut, bevor sie hier vergammeln und manche muss ich ja auch verschenken oder werden von Rebuy gar nicht mehr angenommen. Es sind Rezensionsexemplare, die ich dann auch gerne an liebe Menschen verschenke, wenn ich weiß, ah ja, denen könnte das gefallen. Dann haben wir ja auch bestimmte WhatsApp-Gruppen, wo wir uns dann auch gegenseitig Bilder machen von unseren aussortierten Büchern. Und auch da finden sich dann immer, ja, tolle Abnehmer und ja, das finde ich dann immer ganz schön. Und einige, ja, weiß ich noch nicht genau, was ich mit denen mache, da muss ich dann einfach nochmal schauen. Ja, und jetzt beginnen wir aber. Ich greife einfach mal rechts neben mir und schau mal, ja, da ist schon das erste Buch, was mir wirklich schwer gefallen ist, weil ich das wirklich toll fand, das Buch. Tief im Wald von Peter Nell von Arsdale. Ja, so ein mystisches, tolles Buch, so ein bisschen, spielt eben viel im Wald und ja, handelt von so einer Außenseiterin und es gibt die bösen Seelenesserinnen und sie fühlt sich irgendwie zu diesen Seelenesserinnen hingezogen, obwohl das ja die Bösen sind.
Ja, also wirklich tolles Buch. Und dieses Buch ist schon versprochen für Julia vom Kanal Leseritter. Die hatte sich gemeldet und gesagt, also als ich die Fotos rumgeschickt habe, ja, wenn du das aussortieren möchtest, dann ja, melde ich mich gerne. Und das, ja, habe ich ihr also sehr gerne reserviert. Und ich hoffe, ihr gefällt das genauso wie mir, weil da ist es mir wirklich schwer gefallen. Aber ich glaube einfach, dass es jetzt, also es ist kein Fünf-Sterne-Buch, dass ich da nochmal unbedingt zugreifen möchte. Aber wenn ich so darüber rede, ich fand die Atmosphäre darin wirklich, wirklich toll und mystisch. Und es war irgendwie auch was Besonderes. Auch das nächste Buch war sehr besonders, und zwar ist das Brihin von Samina Jehanzeb. Das ist aus dem Butze Verlag, also wirklich so ein ganz kleiner selbstständiger Verlag, und die verlegen jetzt auch nicht nur Fantasy. Ich glaube, da geht es hauptsächlich auch um gleichgeschlechtliche Liebe. Ich glaube, das wird viel in dem Butze Verlag verlegt, und das spielt hier eben auch eine Rolle. Jetzt nicht die Hauptrolle, es ist halt zum größten Teil eine richtig coole Fantasy-Saga, die Urban Fantasy und High Fantasy auch wieder vermischt, wo eine aus unserer Welt in eine andere Parallelwelt gelangt, und sie soll dort natürlich einen Job übernehmen. Und es gibt diese, ja, Schattenwesen, die sie bekämpfen müssen, und sie lernt noch eine Kriegerin kennen, und zwischen denen knistert es. Und das hat mir sehr gut gefallen, mal von einer Liebe zwischen zwei Frauen zu lesen, ohne dass es irgendwie zu kitschig ist, zu sehr im Fokus steht. Es wurde schon längere Zeit mal ein zweiter Band angekündigt, aber ich weiß nicht, ob der noch mal erscheint, und mittlerweile habe ich so ein bisschen das Interesse da verloren, weil wenn jetzt der zweite Band rauskäme, dann müsste ich noch mal von Anfang an lesen, und so gut hat es mir dann doch nicht gefallen. Ja, wie gesagt, es ist ein Rezensionsexemplar, und das dürfte ich eh nicht verkaufen. Umso lieber verschenke ich es, und auch da hat Julia sich schon gemeldet. Also diese beiden Bücher werden an Julia rausgehen. Dann habe ich zwei Manga aussortiert, und zwar die Zelda-Manga zu Twilight Princess. The Legend of Zelda habe ich ja sehr, sehr gerne als Nintendo-Spiel gespielt und habe zugeschaut, wenn meine Brüder das gespielt haben. Und ja, ich mag einfach die Welt, ich mag die Geschichte. Und da war ich einfach interessiert dran, da einfach auch mal reinzulesen und die Hintergrundstory so ein bisschen mitzukriegen und gleichzeitig mich an Manga heranzutasten. Ich habe aber gemerkt, dass Manga nicht so mein Geschmack trifft, dass mir das irgendwie zu oberflächlich ist und nicht tief genug geht. Und in diesem Fall geht es ja auch nicht so viel um die Zeichnung, sondern es ist viel Action drin, sehr viel Humor. Und ja, also obwohl ich die Zeichnung jetzt gar nicht so schlecht finde und ich natürlich auch die Thematik toll fand, habe ich einfach gemerkt, ich werde das nicht weiterführen, weil auch zu den anderen Spielen gibt es halt diese Manga, und ich weiß, dass mein Bruder diese Manga sammelt, und er spielt Zelda ja auch unglaublich gerne. Und deswegen ja, habe ich ihn gefragt, ob er die schon hat, und genau die hat er noch nicht. Das heißt, die werde ich ihm natürlich sehr gerne schenken dann. So, und jetzt kommen wir, glaube ich, schon zum letzten Buch, was reserviert ist sozusagen für einen lieben Menschen. Und zwar ist das Der Feenturm von Eileen P. Roberts. Auch eine sehr, sehr schöne Zeitreisegeschichte, ein Einzelband. Also für alle Fans von Outlander, finde ich, kann man das sehr gut empfehlen, die aber keine Lust auf so eine elendig lange Reihe haben, kann ich das empfehlen. Es ist eine, ja, eine Gruppe von Jugendlichen, die macht in Schottland Urlaub, und dann ist dort ein alter Turm, eine Ruine, und unsere Protagonistin gerät durch diesen Turm, an diesem Turm, in eine, ja, vergangene Zeit, zu Zeiten der Druiden, zu Zeiten der Piktenkrieger, und sie, ja, ist dann halt natürlich mittendrin im Abenteuer. Es ist auch ein bisschen romantisch, aber eben auch abenteuerlich, und ich mag diese Kulisse von Schottland und dieses wirklich ganz Ursprüngliche. Ein bisschen Magie ist auch mit dabei. Also da ist schon so ein kleiner Unterschied zu Outlander dabei. Hier gibt es halt wirklich Druiden und Zauber. Ja, also hat mir gut gefallen. Auch das war so ein Vier-Sterne-Buch, wo ich aber, glaube ich, nicht mehr zugreifen werde, weil wenn ich die Wahl hätte, zwischen diesem oder etwas Neuem zu lesen, dann würde ich tatsächlich etwas Neues anfassen. Und hier hat sich die liebe Jenny vom Kanal Jennys Lesestoff gemeldet. Die hatte wohl auf meinem Kanal schon öfter gesehen, dass ich dieses Buch empfohlen habe, und es steht wohl auf ihrer Wunschliste. Ja,
Da erfülle ich ihr doch gerne diesen Wunsch und befreie das Buch von ihrer Wunschliste und dann landet es auf ihrem Sub. Bei den nächsten Büchern ist es mir etwas leichter gefallen, weil das waren jetzt keine 4-Sterne-Bücher, sondern eher so 3-Sterne-Bücher. Und da war mir schon nach dem ersten Band klar, die werden wahrscheinlich wieder ausziehen. Aber dennoch wollte ich die Reihe irgendwie beenden. Lag vielleicht auch daran, dass ich sie zusammen mit Julia gelesen habe. Und das macht dann doch Spaß. Und dann, ja, möchte man einfach wissen, wie es zu Ende geht. Ich unterbreche einfach Reihen und Bücher einfach sehr ungern. Und zwar spreche ich von der Hidden Worlds-Reihe von Mikkel Robran. Ja, auch hier wieder eine Mischung aus Urban und High Fantasy. Ein junger Mann, der eigentlich ganz normal ist, dann seinen Job verliert und sein Vater, ja, rät ihn zu einem neuen Job. Und da muss er feststellen, dass er auf einmal im Merlin Center gelandet ist, im Einkaufszentrum für magische Wesen, für magisch Begabte. Und er soll dann ja bei den Fabelwesen arbeiten und diese pflegen. Er erfährt aber auch, dass es ja eine Parallelwelt gibt, wo die magischen Wesen eigentlich hergekommen sind, nämlich Avalon, und dass seine Mutter da auch irgendwie geforscht hat und ihm so ein paar Hinweise zurückgelassen hat, bevor sie verschwunden ist. Und er forscht danach, um das Portal zu finden, denn die Fabelwesen sind gefährdet durch die Inquisition, die diese Fabelwesen jagt. Ja, ich fand die Idee des Merlin Centers wunderbar, aber es ging dann doch ein bisschen in eine andere Richtung. Und ja, ich will jetzt, es gehört hier jetzt auch gar nicht so sehr hin, die ganze Rezension, aber ich fand den Protagonisten ein bisschen kindisch. Ich fand vieles, hat sich der Autor hier ein bisschen zu einfach gemacht. Es war alles sehr, sehr zufällig und der Protagonist war wirklich sehr passiv und fremdgesteuert und hat keine Entwicklung durchgemacht bis kurz vorm Schluss, und das ging mir dann wiederum ein bisschen zu schnell. Es tauchen aber immer wieder tolle Ideen da drin auf. Also kann ich nicht sagen, kann ich nicht anders sagen. Auch im Band 2. Die Krone des Erben und im Band 3 das Schwert der Macht tauchen immer wieder tolle Ideen drin auf, aber es hat sich nie zu einer ja, Highlight-Reihe entwickelt, weil mir es doch dann ein bisschen zu einfach und ein bisschen zu oberflächlich ist. Aber es lässt sich wirklich sehr, sehr leicht und unterhaltsam lesen. Dann möchte ich aussortieren die Buchspringer von Mechthild Gläser. Ja, Bücher über Bücher finde ich ja immer wirklich schön. Und auch das hat mir gut gefallen, spielt auch wieder in Schottland, glaube ich. Und unsere Protagonistin erfährt, dass sie ja eine besondere Gabe hat, dass sie nämlich in die Buchwelt hüpfen kann und auch die, ja, ihre Lieblingsprotagonisten aus ihren Lieblingsbüchern treffen kann, aus bestimmten Klassikern wie das Dschungelbuch oder aber auch Stolz und Vorurteil und die Leiden des jungen Werther und so. Sie trifft dann also viele ja, Protagonisten aus Klassikern, und sie ist dafür da, diese Buchwelt zu schützen, denn dieses Springen in Büchern, das können auch andere, und das ist sozusagen eine Organisation, ein Orden, der die Buchwelt beschützen soll, denn es gibt auch immer wieder Gefahren und es darf nichts ja, in Unordnung geraten. Und das war wirklich niedlich und hat irgendwie auch dazu beigetragen, dass man wieder Lust auf bestimmte Klassiker bekommen hat. Und wenn man die Klassiker kannte, dann fand man natürlich die Anspielung toll. Und wenn sich die verschiedenen Klassikerfiguren dann auch noch getroffen haben und das über so sich überkreuzt hat, ja, war wirklich sehr, sehr niedlich. Ja, aber ich glaube, auch hier werde ich es nicht nochmal lesen, auch wenn ich das wirklich schön finde und wirklich auch allen Buchliebhabern empfehlen kann, die ein bisschen sich nett unterhalten lassen wollen. Es ist halt nicht zu tiefgründig, es ist halt auch ein Jugendbuch aus dem Löwe Verlag, es ist nicht besonders dick, aber trotzdem fand ich das wirklich sehr, sehr süß, aber das muss jetzt auch weichen. Ja, bei dem nächsten Buch ist mir das nicht schwer gefallen auszusortieren, und zwar ist das Creepers von David Morrell. Das habe ich gerade erst im Oktober gelesen. Im Spuktober wollte ich ja ein bisschen Grusel und Thriller lesen, und ja, das hat mich leider ein bisschen enttäuscht, weil ich hier einen sehr atmosphärischen Thriller oder vielleicht sogar Grusel-Thriller erwartet habe, aber ich habe dann doch eher einen Action-Thriller erhalten mit viel, ja, mit viel Kampf, mit viel Schießen, Explosionen und Verfolgungsjagden und vieles mehr. Ja, das hat mich dann leider doch ein bisschen enttäuscht.
obwohl ich die Thematik ziemlich cool fand, von Leuten, die halt einfach verlassene Orte besuchen und hier eben in ein Hotel einbrechen, in ein berühmt-berüchtigtes Hotel mit einer starken Vergangenheit, und ich die Vergangenheit auch wirklich spannend fand und es wirklich auch gut begonnen hat mit einer tollen Atmosphäre, aber dann in der zweiten Hälfte hat mich es dann wirklich enttäuscht. Also davon trenne ich mich gerne. Ebenso ausziehen darf Halloween von Stuart Onan, auch wenn ich da einiges, besonders die Schreibweise, hier wirklich besonders fand, denn es wird hier aus der Sicht dreier Jugendlicher berichtet, die vor einem Jahr an Halloween gestorben sind, und sie kehren jetzt als Geister zurück und beobachten die, die überlebt haben, beziehungsweise die, die immer noch an sie denken. Und zwar sind das die überlebenden Jugendlichen, die nicht bei diesem Autounfall gestorben sind. Und der eine ist total verstellt und debil. Und der andere ist zwar äußerlich nicht verletzt, aber innerlich total leer und tot. Und er plant etwas, und dabei begleiten wir ihn und die Geister eben. Ja, also die Schreibweise ist wirklich sehr, sehr spannend, weil die Jugendlichen sich auch immer wieder dabei unterhalten. Aber ich fand die gesamte Stimmung sehr, sehr zäh, sehr deprimierend, auch wenn das sehr authentisch auch dargestellt wird, was es für Traumata hier gibt nach so einem Unfall. Und ich das auch dann durchaus interessant fand, war mir das aber zu sehr zäh in die Länge gezogen. Und ich habe so ein bisschen mehr auf ein gruseliges, spukiges Buch gehofft. Der Tannenbaum des Todes von Markus Heitz darf ausziehen. Das sind 24 schwarzhumorige Weihnachtsgeschichten. Ich habe damit im letzten Jahr schon begonnen, die Geschichten zu lesen. Ungefähr bis auf die Hälfte bin ich gekommen und habe festgestellt, dass ich die ganz nett fand und dass ich jetzt eigentlich jetzt in diesem Winter wollte ich eigentlich weitermachen damit vor Weihnachten. Aber mir ist aufgefallen, ich habe keine einzige Geschichte behalten. Ich weiß nichts mehr von den Geschichten. Von einer weiß ich noch einen Teil, aber von den anderen 10 oder wie viel ich da schon gelesen habe, weiß ich einfach nichts mehr. Und es sind halt auch wirklich Krimis. Ich habe so ein bisschen bei Markus Heitz auch gehofft, dass da auch ein bisschen was Fantastisches immer mit drin spielt. Aber es sind tatsächlich eher düstere Krimis mit Humor, durchaus versetzt. Aber ja, ich habe eher Lust auf was anderes in der Weihnachtszeit zu lesen. Und deswegen wird das jetzt ausziehen. Und die andere Hälfte habe ich dann einfach nicht gelesen. Aber ich glaube, dass die, ja, mich dann auch nicht so vom Hocker reißt, wenn die erste Hälfte das schon nicht getan hat. Das nächste Buch tanzt ein bisschen aus der Reihe. Es ist ein Rostock-Reiseführer. Ich war in diesem Jahr in Rostock mit einer Freundin und habe mir dann ja diesen Reiseführer gekauft vorher. Aber ja, jetzt hat sich das auch gegessen. Jetzt wird er wieder aussortiert. Darf jetzt jemand anders mit in Rostock reisen? Auch das nächste Buch ist eigentlich ein sehr, sehr gut bewertetes Buch von mir. Und da fällt mir das auch ein bisschen schwerer, es auszusortieren. Die Mitternachtsbibliothek von Matt Haig. Das habe ich zusammen mit der lieben Anja vom Kanal Book Friends Forever gelesen. Und das war auch eine wirklich schöne Leserunde. Es hat mir sehr gut gefallen. Und uns hat auch das Buch gut gefallen, obwohl viele andere ja sehr enttäuscht davon waren. Hier begeht eine junge Frau Selbstmord, und sie landet in einer riesigen Bibliothek im Jenseits quasi, und sie hat jetzt nochmal die Chance, in verschiedene Varianten ihres Lebens hineinzublicken und kann dadurch vielleicht irgendetwas verändern. Es ist natürlich ein bisschen philosophisch angehaucht mit diesem fantastischen Knick. Es hat viel Tiefgründiges, aber eben auch, wie bei Matt Haig so üblich, auch eine gewisse Prise Humor. Und es hat mir gut gefallen, aber ich glaube, ich werde es nicht nochmal lesen. Und deswegen darf es jetzt aussortiert werden. Ich hatte dem, glaube ich, 4 Sterne gegeben auch. Also, wie gesagt, ich werde jetzt strenger und versuche auch 4-Sterne-Bücher auszusortieren, wenn sie nicht irgendwie was Besonderes haben und ich sie nochmal lesen möchte oder sie zu einer Reihe gehören, die ich liebe. Also das kann natürlich gewisse Gründe haben, weswegen 4-Sterne-Bücher oder vielleicht auch 3-Sterne-Bücher doch bei mir bleiben. Aber wenn sie keine besondere sonstige Bedeutung haben, dann dürfen sie gehen. Und das ist halt bei dem Buch auch der Fall.
Im Schatten der Hexen von Katrin Erhotowitz habe ich euch schon öfter gezeigt, diese Reihe. Das ist nämlich eine regionale Geschichte, die im Harz spielt. So eine Mischung aus Krimi, aus historischen und mystischen und gruseligen. Der erste Band hat mir sehr gut gefallen, aber Band 2 und 3 ist dann irgendwie abgeschwächt. Und bei Band 1 kann ich mir gut vorstellen, die nochmal zu lesen. Und auch der ist auch relativ abgeschlossen, weil es eben sich dabei um einen Kriminalfall handelte und der dann so in sich abgeschlossen war. Deswegen kann ich tatsächlich damit leben, die weiteren Folgebände auszusortieren und den ersten Band zu behalten. Bei anderen Reihen würde das vielleicht nicht so funktionieren, aber hier funktioniert das, glaube ich, ganz gut. Der Orden des Geheimen Baumes von Samantha Shannon habe ich schon in den letzten Monaten viel drüber gesprochen. Eine Drachen-High-Fantasy-Saga, auf die ich mich sehr gefreut habe und die wirklich ganz tolle Ideen in sich birgt. Aber mich konnte das leider nicht ganz so packen und besonders von der Erzählperspektive, von der Erzählstruktur und von den Drachen, die leider ein bisschen ferngeblieben sind von dieser Geschichte. Ich habe mir ein bisschen mehr davon erhofft. Und obwohl Band 2 mich ein bisschen mehr packen konnte als Band 1, ist es dennoch keine Highlight-Reihe für mich geworden. Band 1 habe ich 3 Sterne gegeben, Band 2 jetzt 3,5. Zwei Reiche, die unterschiedlich auf Drachen blicken. Die einen verehren sie, die anderen hassen und fürchten sie. Außerdem gibt es aber auch unterschiedliche Drachen, die westlichen und die östlichen Drachen. Und zum einen sind das eher so schlangenartige Wesen, wie eben diese asiatischen Drachen und dann die europäischen westlichen Drachen, die Feuer speien und fliegen können. Ja, die eben auch eine große Bedrohung sind. Mehrere sehr starke weibliche Charaktere, also eigentlich eine tolle Ausgangslage, aber in meinen Besprechungen habt ihr erfahren, was mich daran stört. Was mich nicht stört, ist die Optik. Ich liebe Band 1, also ich liebe ja Gelb und finde es auch sehr, sehr schön, wenn mal doch so diese seltene Farbe bei Buchcovern genutzt wird. Und ich mag das wirklich sehr, auch diese aufgeteilten Farben. Auch das passt sehr gut zum Inhalt. Ein Buch lag noch auf meiner rechten Seite und das ist wirklich ein kleines Schmuckstück oder beziehungsweise eher ein großes Schmuckstück. Und zwar Die Welt von Narnia aus dem Archiv des letzten Königs. Das ist eigentlich wirklich wunderschön und es gibt so kleine Klappen innen drin, die man aufmachen kann. Hier zum Beispiel. Und Pop-ups und so ein bisschen Wissenswertes zu Narnia. Und das ist auch wirklich sehr, sehr schön. Aber ich weiß nicht, ob ich mich so ein bisschen jetzt satt gesehen daran habe oder ich weiß immer nicht, wohin ich das Buch stellen soll, weil es nicht in mein Bücherregal passt. Und da ich jetzt auch nicht der größte Fan von den Narnia-Büchern und Filmen bin, hänge ich da jetzt auch nicht ganz so sehr dran. Jetzt, wo ich es nochmal in der Hand halte, es ist wirklich ein hübsches und tolles Buch. Und ich habe auch noch nicht alle Narnia-Bücher gelesen. Vielleicht werde ich es irgendwann machen und dann bereue ich es, dass ich aussortiert habe. Vielleicht kann es auch sein, dass ich nach diesem Video sage, okay, ich möchte es doch behalten. Aber in dem Moment dachte ich, ich kann auch mal wieder ein bisschen Platz schaffen. Und vielleicht finde ich ja einen Narnia-Begeisterten, der das wirklich noch mehr schätzt als ich. Dann habe ich noch 2 Stephen Kings, die ich aussortiere. Und zwar ist es einmal Der Talisman von Stephen King und Peter Straub und der Folgeband Das Schwarze Haus, auch von Stephen King und Peter Straub. Und ich hatte ja dieses Jahr dieses Buch hier nochmal gelesen. Ich hatte das bereits vor mehreren Jahren, über 10 Jahren her ist das, dass ich das Buch gelesen habe. Und jetzt habe ich es halt nochmal gereadet und ich bin nicht weitergekommen. Das ist tatsächlich ein Buch, was ich ungefähr nach einem Drittel, nach der Hälfte, ich weiß nicht, ungefähr abgebrochen habe und dann gesagt habe, okay, nee, das deprimiert mich einfach zu sehr und es zieht sich wie Kaugummi und deswegen habe ich auch Band 2 jetzt von meinem Sub aussortiert. Und obwohl ich die
Geschichte an sich irgendwie ganz schön fand und auch Stephen King hier nicht nur in die Horrorrichtung geht, sondern eben mit Fantastik das Ganze verwebt, auch wieder mit Parallelwelten und ein Junge im Mittelpunkt steht, der eben ja die Parallel- und unsere Welt retten möchte. Aber nee, das hat mich leider nicht mehr fesseln können und deswegen dürfen die beiden jetzt ausziehen. Und ich habe ja sogar noch einen Stephen King aussortiert und zwar ist das Joyland. Joyland hat mir eigentlich ganz gut gefallen, obwohl ich so ein bisschen mehr auf eine Gruselgeschichte auf dem Jahrmarkt gehofft habe, ging es doch eher in die Drama-Richtung. Und ich glaube, das ist so ein bisschen auch das, was viele Stephen King-Fans enttäuscht hat, weil es nicht so ein typischer Stephen King ist und nicht so viel Horror enthält. Dennoch hat mir das damals sehr gut gefallen, weil es eben auch viel um Freundschaft ging und um, ich glaube, Krankheit und um Dramatik, aber eben auch um einen jungen Mann, der auf einem Jahrmarkt arbeitet und dort ist eben auch eine Geisterbahn und in der soll es spuken. Und da hatte ich so ein bisschen mehr meine Hoffnungen gesetzt. Ich werde es nicht nochmal lesen, auch wenn es mir ganz gut gefallen hat und ich den Handlungsort wirklich sehr, sehr gerne mag, aber auch das Buch darf ausziehen. Meine Cousine Rachel von Daphne du Maurier ist der zweite Band von der Autorin, den ich gelesen habe. Rebecca hat mir wirklich sehr gut gefallen als Klassiker. Den habe ich vor ein paar Jahren gelesen und jetzt habe ich hier dieses Buch mit der lieben Sarah vom Kanal Alice im Bücherland und mit der lieben Maike vom Kanal Book Friends Forever gelesen und es hat mir wirklich Spaß gemacht und mir hat das Buch auch wirklich gut gefallen. Und da hatten wir auch wirklich viel drüber zu sprechen gehabt. Es ist ein toller Schreibstil. Es ist spannend, obwohl es eigentlich eher eine ruhige Geschichte ist, wo gar nicht so viel passiert. Aber man weiß einfach nicht, wem man trauen kann und wem nicht. Und das ist das, ja, das Coole daran. Mir hat so ein bisschen die Auflösung gefehlt gehabt. Da war ich ein bisschen frustriert. Aber viele finden genau das cool, dass das immer noch offen bleibt, weil man immer noch nicht weiß, wem man da trauen konnte. Ja, es geht um den jungen Philip Ashley und ja, er wurde von seinem Onkel aufgezogen oder sein Vormund Ambrose und der hat kurz vor seinem Tode hat er eine Frau kennengelernt und die lernt nun auch Philip kennen und er traut ihr nicht so richtig über den Weg erst, weil Ambrose seltsame Briefe geschickt hat, die etwas angedeutet haben, dass sie irgendwie nicht so die harmlose Frau ist, wie sie vorgibt zu sein, aber Philip, unser Protagonist, gerät dann doch irgendwann in ihren Bann und ist total verzaubert von ihr. Und ja, führt sie etwas im Schilde, will sie irgendwas oder ist das alles doch nur Einbildung und Verfolgungswahn? Hat mir gut gefallen, aber nicht so gut wie Rebecca und ich glaube, ich habe dem Buch so 3,5 Sterne oder so gegeben, darf jetzt auch ausziehen. Passend zur Weihnachtszeit habe ich auch meine Weihnachtsbücher mal wieder durchgeschaut und da ist mir dieses Buch hier aufgefallen, Hollys Weihnachtszauber von Trisha Ashley. Das hatte mir wirklich sehr gut gefallen, ist wirklich ein sehr gemütliches Buch gewesen zum Weihnachten genießen. Hier geht es um Holly, die an Weihnachten ihre Ruhe haben möchte und da kommt es ihr gerade recht, dass ihr angeboten wird, ein Haus zu sitten. Dabei sind aber auch einige Tiere inbegriffen, was sie so ein bisschen überrascht. Ich glaube, eine Ziege und ein Hund und was noch alles dabei war. Und dann kommt aber doch ganz plötzlich der Besitzer dieses Hauses wieder zurück und auch noch ein paar andere Leute. Und es wird auf einmal doch sehr tummelig in dem Haus und stellt sie doch ein bisschen unter Stress das Ganze. Ja, es wird natürlich auch eine Liebesgeschichte geben, aber es waren auch einige interessante Charaktere dabei, die aufeinander gestoßen sind und zum Schluss wird es natürlich auch doch wieder ein tolles Weihnachtsfest und da sie Köchin ist, zaubert sie auch wunderbare Gerichte dann und ja, das war sehr schön, aber es gibt, glaube ich, sehr viel Vergleichbares und ich würde auch da dann lieber irgendwas Neues lesen in dieser Richtung.
Und deswegen habe ich da auch wieder ein bisschen Platz geschafft im Weihnachtsregal. Die Falle von Melanie Rabe haben wir im All-You-Can-Read-Buchclub gelesen und das hat uns allen ziemlich gut gefallen. Bis auf das Ende fand ich das wirklich ganz, ganz toll gemacht, weil es mal eben nicht so ein typischer Psychothriller war, der eben sehr, sehr schnell und sehr rasant und sehr einfach geschrieben ist. Das Buch ist doch sehr, sehr tiefgründig geschrieben und hat eben auch eine sehr unzuverlässige Erzählerin. Jedenfalls weiß man nicht genau, wie zuverlässig sie ist. Es ist eine Autorin, die wirklich sehr erfolgreich ist, aber nicht mehr vor die Tür geht. Sie ist nur noch in ihrem Haus und hat damals halt etwas ganz Dramatisches mitmachen müssen. Sie hat ihre Schwester tot aufgefunden und hat noch den Mörder wegrennen sehen. Und eines Tages sieht sie im Fernsehen genau diesen Mörder, glaubt ihn wiederzuerkennen und möchte ihn eine Falle stellen. Sie möchte ihn in ihr Haus locken, denn er ist wohl irgendwie Journalist und sie gibt ansonsten keine Interviews. Und jetzt bietet sie ihm das aber an. Und ja, wer lügt da? Ist er es wirklich? Ist das nicht? Oder bildet sie sich's ein? Weil sie hat manchmal auch so ganz seltsame Visionen oder ist irgendwie in ihrer eigenen Welt. Und gerade das fand ich wirklich toll. Aber das Ende fand ich ziemlich blöd und das hat es mir auch ein bisschen kaputt gemacht. Und jetzt, wo man das Ende vielleicht auch kennt, weiß ich nicht, ob es mir dann nochmal Spaß bringt. Obwohl ich, wie gesagt, den Anfang und den Verlauf der Geschichte sehr mochte, werde ich es wohl wahrscheinlich nicht nochmal lesen. Deswegen auch das schweren Herzens muss ich da auch zugeben, weil das eben auch so ein All-You-Can-Read-Buchclub-Buch ist, wo wir alle ja sehr gerne drin gelesen haben und auch eines der ersten Bücher ist, die ich mitgelesen habe. Und deswegen, ja, ist das nicht ganz so einfach. Aber wie gesagt, ich möchte strenger werden. Alice im Düsterland von Jonathan Green ist ein Fantasy-Spielbuch. Das bedeutet, man liest das Buch nicht von vorne bis hinten durch, sondern man hat immer bestimmte Abschnitte und am Ende der Abschnitte darf man entscheiden, wo es weitergeht in der Geschichte und muss zwischendrin auch noch ein paar Rätsel lösen. Man kann auch sterben in dem Buch und muss dann wieder von vorne beginnen. Ja, so. Ganz grob ist die Struktur dieses Buches und es kann eben auch unterschiedliche Enden haben und das Buch kann unterschiedlich verlaufen. Das heißt, ja, man kann das Buch öfter lesen und erfährt dann noch ganz andere Handlungsstränge. Die Art und Weise dieser Spielbücher finde ich wirklich ganz, ganz toll, aber das Buch war bisher so das Schwächste von denen, die ich gelesen und gespielt habe und deswegen darf das jetzt auch ausziehen. Ich fand es natürlich cool, dass es so eine Alice im Wunderland Adaption war, die noch ein bisschen düsterer war. Man schlüpft jetzt hier in die Rolle von Alice, die zurück ins Wunderland tappt, aber die Bewohner des Wunderlands sind so ein bisschen mutiert und noch düsterer geworden und sie musste halt gegen ankämpfen. Ja, wie gesagt, ich fand es ganz cool. Ich finde die Illustration auch wunderschön. Aber das werde ich, glaube ich, nicht nochmal spielen. Ich habe es, glaube ich, auch tatsächlich dreimal durchgespielt. Damit ich, jetzt habe ich es glaube ich hier ein bisschen verruckelt. Ja, damit ich weiß, wo auch die anderen Stränge lang verlaufen, weil ich einfach zu neugierig war. Ja, wenn ich mich dafür entscheide, was passiert denn dann? Und wenn ich jetzt rechts rumgehe, was wird denn das dann passieren? Also, ich habe es dann teilweise auch die verschiedenen Möglichkeiten mir dann angeguckt. Die Drachenjäger, nee, der Drachenjäger, die erste Reise ins Wolkenmeer von Bernd Perplies ist im Grunde eine Moby Dick-Adaption, nur anstatt Wale gibt es Drachen und die Schiffe schwimmen halt nicht im Wasser, sondern sie fliegen durch die Lüfte. Und hier gibt es eben einen Kapitän, der auf der Suche nach dem schwarzen Drachen ist und ihn erledigen möchte. Und unser Protagonist kommt eben auf dieses Schiff als Passagier. Und ja, in dieser Welt gibt es halt fliegende Schiffe und auf der Erde, auf dem Erdenboden ist es gefährlich. Die Städte, die fliegen halt auch wie so fliegende Felsen und verbunden mit Brücken. Fand ich ziemlich cool und hat mir auch ganz gut gefallen. Die Drachen kamen mir tatsächlich auch ein bisschen zu kurz. Ich habe immer noch drauf gewartet, bis der zweite Band erscheint. Hier steht ja die erste Reise ins Wolkenmeer und dass es dann weitergeht. Es war wohl noch ein zweiter Teil, aber ich glaube, der schließt nicht direkt an diesem hier an, sondern das ist auch noch mal so eine eigene
ja so eine eigene Geschichte. Und es ist wieder so der Fall, wenn jetzt nochmal ein zweiter Teil rauskommen würde, dann müsste ich den nochmal lesen. Und so gut hat es mir dann doch nicht gefallen. Aber ich fand halt einfach diesen Kniff, ja, diese Moby Dick Geschichte hier umzumünzen. Das steht jetzt hinten nicht drauf, aber ich finde einfach, dass es doch sehr auffällig war. Das fand ich ziemlich cool. Über den wilden Fluss von Philip Pullman darf ausziehen. Das ist ja die Vorgeschichte zum Goldenen Kompass, eine meiner Lieblingsreihen, aber das kam einfach nicht daran. Ich war natürlich sehr neugierig und musste das lesen und es war auch okay. Ich mochte den Protagonisten, aber es ist nicht über 3 Sterne hinausgekommen und obwohl es nun zu meiner Lieblingsreihe gehört und deswegen da auch erstmal im Bücherregal stand, finde ich einfach, dass die Trilogie für sich stehen kann und einfach kein Sequel, kein Prequel gebraucht hätte. Es gibt ja noch ein Sequel, was ich noch nicht gelesen habe, was irgendwie 10 Jahre später spielt. Ich will nicht ausschließen, dass ich das nochmal lesen werde, weil es dann auch Lyra wieder im Vordergrund hat, die Protagonistin, weil hier war es jemand anders. Hier war Lyra ja gerade erst Baby. Aber ich finde, das hätte es nicht gebraucht. Also manchmal muss man die Geschichten auch ruhen lassen und das ist einfach so perfekt, wie es ist. Da braucht es nicht noch ein Sequel oder Prequel. Deswegen habe ich auch gar nicht so das große Problem, die Vorgeschichte jetzt auszusortieren. Die nächsten Bücher habe ich gar nicht gelesen und habe ich mir auch gar nicht selbst angeschafft. Sie sind unangefragt hier bei mir eingetroffen. Und zwar sind das diese beiden Bücher, das Syndikat, das die Welt verkaufte und ja, Band 2 heißt genauso, von Patrick Preis. Ja, ich habe einfach ein Päckchen bekommen, wo ich diese Bücher zugeschickt bekommen habe, aber es ist einfach überhaupt nicht mein Beuteschema und da ich die jetzt auch nicht selbst angefragt habe, sehe ich jetzt mich auch nicht in der Verpflichtung, die jetzt lesen zu müssen. Auch wenn ich natürlich das nett finde, dass die mir so zugeschickt worden sind, aber ja, ist leider einfach nicht meins. Es ist ein Roman über den globalen Menschenhandel. Geht so in die Richtung Krimi, Drama, psychologischer Thriller, Mafia, weibliche Detektive, Feminismus. Sicherlich ein wichtiges Thema, aber einfach nicht mein Beuteschema und deswegen werde ich auch die weiter verschenken. Ja, es tut mir natürlich auch ein bisschen leid, aber ich hoffe, dass ich dann da irgendjemanden erwische, der dem das interessiert und da eventuell gerne reinliest und dass die Bücher dann nicht hier verstauben bei mir. Der Hut des Präsidenten von Antoine Laurent aus dem Atlantik Verlag habe ich bisher immer bei mir behalten, weil ich da zu so einer Blogger- und Vlogger-Aktion eingeladen wurde im Verlag selbst. Und der ist hier im, ja, tatsächlich auch in Hamburg gelegen. Der Hoffmann und Campe Verlag ist das nämlich, steckt dahinter. Und das war wirklich auch ein toller Tag und das war irgendwie auch was Besonderes, dass man als Blogger und Vlogger so eingeladen wurde. Es gab dann noch eine Schalte zum Autoren und gab so ein paar Aktionen und Interviews und ein Video haben wir noch gedreht. Also das war wirklich ein toller Tag und deswegen habe ich das Buch immer noch aufbewahrt als Erinnerung dazu. Das Buch selbst fand ich auch interessant und eigentlich auch süß zu lesen. Es geht nämlich wirklich um den Hut des Präsidenten, der den verliert er aber und jemand anderes findet diesen Hut, weiß aber nicht, dass es der Hut des Präsidenten ist. Aber sobald er diesen Hut hat, hat er auf einmal Glück im Leben und schafft er etwas im Leben. Und als sein Leben sich weitergedreht hat, weiterentwickelt hat, verliert er den Hut wieder und jemand anders findet den Hut. Also es geht, glaube ich, um 3 Menschenschicksale, die eben mit diesem Hut verbunden sind. Und es geht so ein bisschen darum, was Kleinigkeiten im Leben ausmachen können und eben auch, wenn man an sich glaubt, was dann passieren kann. Ja, fand ich eine ganz süße Geschichte, aber ich glaube, ich hatte dem Buch jetzt auch nur so um die 3,5 Sterne gegeben. Und was das Buch eben so besonders gemacht hat, ist eben dieser Tag, den ich da im Verlag verbracht habe. Aber ich kann mich, glaube ich, auch ohne Buch an diesen Tag sehr gut dran erinnern und habe die Erinnerungen einfach in meinem Kopf.
Und als letztes ein Buch, was ich glaube ich schon fünfmal aussortiert habe und dann doch wieder in mein Regal gestellt habe. Und zwar ist es Die Brautprinzessin von William Goldman. S. Morgensterns klassische Erzählung von wahrer Liebe und edlen Abenteuern. Die Ausgabe der Spannenteile, gekürzt und bearbeitet von William Goldman. Ja, das ist eben stilistisch sehr interessant, weil es zwei Teile gibt. Es gibt einen Teil, der in Pink geschrieben wird und einen in Schwarz. Und zum einen spricht halt William Goldman von seiner Kindheit, wie sein Vater ihm immer eine Geschichte erzählt hat und er dann irgendwann erfährt, dass es tatsächlich ein Buch dazu gibt und er liest das Buch und denkt, nee, also so hat mein Vater das aber nicht erzählt und das ist ja total öde und er schreibt nun das Buch nochmal, wie er die Geschichte kennt und wie er sie gerne gehört hat. Und das ist eben so eine, ja, D'Artagnan, Drei Musketiere, Degengeschichte, so eine Abenteuergeschichte, hat nicht viel Magie in sich. Also es ist gar nicht so unbedingt Fantasy. Aber ich fand eben diesen Kniff ganz cool, dass wir hier immer wieder vom Autor hören. Aber die Geschichte selbst hat mich halt nicht so gepackt. Aber ich habe schon öfter versucht, das auszusortieren. Und da ist eben dieser Fall. Das Buch sieht aus wie neu. Ich finde es wunderschön und ich finde es halt auch irgendwie besonders. Und bei Rebuy und Momox bekomme ich da nichts für. Und ich kann es. Ich habe bisher auch noch keinen Abnehmer gefunden, der das gerne hätte. Und ich kann es nicht einfach so verscherbeln. Und deswegen dachte ich, na gut, dann stellst du es halt wieder in dein Regal, weil das ist wieder so ein Kandidat, wo es mir doch ein bisschen schwer gefallen ist, weil es eben was Besonderes ist. Und dann ja, ist es wieder zurück ins Regal gewandert. Und ja, mal gucken, ob es diesmal klappt, ob ich diesmal jemanden finde oder ob ich es dann doch für ein paar Cent, mal gucken, vielleicht nimmt es Rebuy oder Momox ja jetzt an. Muss ich dann einfach nochmal schauen. So, das war's mit den Büchern. Ich habe aber auch noch zwei Sachen, die ich auch aussortiert habe, die ich einfach auch nochmal erwähnen wollte. Und zwar habe ich hier zum einen auch noch Duftwachs aussortiert. Man bestellt ja immer einiges auch online und da kann man natürlich nicht die Nase ranhalten. Und dann passiert es halt auch mal, dass nicht so, ja, Düfte, die ja nicht so gut gefallen, dann auch hier einziehen. Und da habe ich eben hier so ein paar Sachen aussortiert. Hier eben so einen kleinen Karton voll mit Duftwachs. Also so viel ist es diesmal auch gar nicht. Aber hier zum Beispiel von der Wachsmacherei habe ich Orangenmarzipan. Und da war ich so heiß hinterher. Da hatte ich so Lust drauf. Aber irgendwas kneift mir da in die Nase. Das ist mir irgendwie zu stechend und nicht weich genug. Und deswegen ist das leider nicht mein Duft. Ja, also falls irgendjemand Interesse hat oder tauschen möchte, kann ja gerne mal Bescheid sagen. Hier habe ich zum Beispiel auch noch die Harry Potter Edition. Das sind allerdings keine Duftwachse, sondern Duftöle. Und die sind auch eigentlich ganz schön, aber ich nutze halt lieber Duftwachs als Duftöle. Und deswegen habe ich auch diese hier auszusortieren. Das sind so drei kleine Fläschchen, also wirklich sehr schön in diesem Paket. Ja, ich glaube einmal Liebestrank, der verbotene Wald und was war das noch? Genau, Kürbiskuchen. Ja, also eigentlich schöne Düfte, aber ich nutze dann doch eher lieber Duftwachs und habe dann lieber ein bisschen mehr Auswahl, weil daran düftelt man sich wirklich auch ziemlich lange. Wie gesagt, falls jemand Interesse hat, kann sich gerne mal bei mir melden. Genauso verhält es sich bei dem nächsten Karton. Denn ich bestelle mir immer mal wieder ganz gerne so Überraschungsboxen, wo Bücher enthalten sind und dazu auch passende Items. Und ich habe herausgefunden, dass ich die Schmökerbox tatsächlich am hochwertigsten finde. Weil ich habe schon viele andere ausprobiert. Und ja, also das war zwar immer mit Liebe verpackt, und vielleicht auch mit Liebe ausgesucht, aber die Kleinigkeiten, die da drin waren, die waren doch schon sehr ramschig und nicht sehr hochwertig und konnte man nicht so richtig nutzen. Viele Sachen einfach nur so selbstgemachte Lesezeichen und selbstgemachte Schlüsselanhänger und selbstgemachten Schmuck, der halt doch so ein bisschen ramschig ist und den man nicht so richtig, jedenfalls nicht ich, nicht so richtig benutzen kann. Die Schmökerbox aber, die hat mir gut gefallen, weil die auch wirklich hochwertige Sachen drin hat und deswegen hatte ich mir wieder eine Box bestellt, weil ich auch wusste, welches Buch da enthalten ist und weil ich das Buch
auf jeden Fall mir auch selbst kaufen wollte. Und zwar war das das neue Buch von Stuart Turton. Das Meer, das dunkle Meer und der Tod, hieß es so, oder der Tod und das dunkle Meer. Ja, aber mich hat leider, obwohl ich die Hochwertigkeit immer noch nicht bestreiten möchte, der Inhalt dieses Päckchens, hier, das ist sogar die Noir, also die schwarze Box, die schwarze Schmökerbox, konnte mich nicht so richtig vom Stil her nicht so richtig ansprechen. Und da dachte ich, vielleicht hat ja einer von euch Lust, diese überraschende Schmökerbox zu erhalten. Vielleicht ja schon. Also da ist natürlich das Buch nicht mehr enthalten, aber ansonsten halt alles andere schön verpackt. Vielleicht möchte sich ja irgendjemand noch überraschen lassen. Falls nicht und irgendjemand möchte den Inhalt sehen, dann könnt ihr jetzt ja noch einfach drinbleiben. Dann zeige ich euch eben mal noch schnell, was da drin war. Ja, und ich glaube, das war die Schmökerbox aus dem... Nee, ich weiß es nicht mehr. Vor einigen Monaten ist das jedenfalls im August, kann das sein. Ja, zum einen war hier so ein kleiner Becher enthalten. Kann man natürlich immer benutzen, aber es ist irgendwie, passt jetzt sehr gut zu meinem Shirt, wo ich das gerade sehe. Aber ich finde es einfach ein bisschen klein, muss ich sagen. Also das war eigentlich noch etwas, was ich durchaus mochte. Und es ist halt immer angelehnt an Items aus dem Buch. Und ich hätte mir tatsächlich, als ich das dann so durchgelesen habe, worauf das anspielen soll, hätte ich mir da noch ein bisschen was Eindeutigeres gewünscht. Das hier zum Beispiel, ich denke mal, das soll so ein Teelicht sein oder eine Schüssel, wo man sonst irgendwas reinlegen kann. Das ist halt auch nicht ganz so meins, auch wenn ich den Stil angelehnt an dieses Meer, an diese raue Natur, an diese raue Gewalt des Meeres. Ja, okay, könnte man vielleicht so ein bisschen drauf kommen. Aber das sollte eben angelehnt sein an eine grüne Laterne. Und dann finde ich, hätte man auch wirklich eine grüne Laterne da reinpacken können und nicht sowas. Also das finde ich ein bisschen schade. Was ich dann wiederum ganz cool fand, also hier gab es dann hier einmal diese Spoilerkarte, wo alles drauf stand. Hier eine Palmenpostkarte, die hat wohl auch irgendwas mit dem Inhalt zu tun. Und hier, das fand ich ziemlich cool, eine coole Idee, Handelsschiffe versenken, also Schiffe versenken, nur in anderer Optik und eben auch passend zum Inhalt. Aber ich bin nicht so jemand, der Schiffe versenken spielt. Das ist einfach nicht so mein Spiel. Und dann gibt es ja immer noch so eine Kleinigkeit, die man an einer bestimmten Seite von, also wenn man das Buch liest und dann auf Seite 268 soll man dann dieses hier auspacken. Ich war einfach neugierig, ich habe schon reingeguckt gehabt. Wie gesagt, wenn ihr es nicht wissen wollt, dann schaltet kurz weg oder spult kurz vor. Es ist Rauchpaprika, also ein Gewürz. Das finde ich wiederum ziemlich cool und bin auch sehr gespannt schon, was das mit dem Buch zu tun haben wird auf Seite 268. Ja, das war's auch. Also hier ist noch das obligatorische Lesezeichen mit einem Zitat aus dem Buch. Genau, der Tod und das dunkle Meer. Ja, also ich finde die Sachen wirklich wertig, vor allem kann man die wirklich benutzen. Das finde ich halt so wichtig daran, dass das Sachen sind, die nicht einfach nur zur Deko sind oder ja einfach so ein bisschen ramschig sind, sondern diese Dinge sind wirklich im Alltag auch nutzbar. Ob das nun Teelicht ist, ein Becher ist, Gewürze oder etwas zum Spielen, ein Block, ja. Deswegen kann ich nur sagen, diese Schmökerboxen kann ich immer sehr empfehlen von der Wertigkeit her. Aber es ist natürlich trotzdem immer ein kleines Risiko dabei, ob einem der Stil gefällt. Und bei mir war es in diesem Fall jetzt nicht ganz so. Und deswegen dachte ich, vielleicht freut sich ja jemand darüber, über dieses Päckchen. So, und jetzt wird es wirklich Zeit. Ich sitze hier jetzt schon wieder eine Stunde und muss mich jetzt hier mal ein bisschen strecken. Also das werde ich nicht mehr so oft machen, auf dem Boden zu filmen. Das geht nämlich gar nicht. Und das nächste Mal werde ich dann wieder ein bisschen eine Etage höher auf dem Stuhl sitzen. Ja, ich hoffe, es hat euch dennoch gefallen. Wie gesagt, schreibt gerne in die Kommentare, wie ihr das macht mit dem Aussortieren und ja, was ihr zu den Büchern sagt, die ich jetzt aussortiere. Und ja. Ich freue mich auf eure Kommentare und jetzt wünsche ich euch noch eine schöne, lesereiche Zeit und wenn ihr wollt, sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut! Ciao, ciao!